Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück in 7 Days. So, wir stehen hier immer noch am Tag 45, mitten in der Nacht, Feuer der Feuerwehr, die wir machen wollten. Bin nur gerade mal kurz am Gügeln. Ich will das Inventar natürlich so leer wie möglich kriegen. Das waren die Sachen, die wir verkaufen wollten. Ne? Ich packe das hier trotzdem jetzt erstmal mit rein, damit ich das Inventar leer habe. Die werde ich jetzt ausnahmsweise mal leer nennen. Ich meine, Geld haben wir jetzt nicht so dringend. Damit das hier alles keinen Platz wegnimmt. So, mehr passt sowieso nicht. Gut, die beiden lasse ich mal. Den Magnum wollte ich, glaube ich, sowieso behalten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal ins Feuerwehrhaus. Wir haben zwar keine Quest, aber das ist alles halb so schlimm. Die Zombies dürften rennen. Oh, da hat schon geruckelt. Da ist irgendwas gespawnt. Hallo? Ey, hör auf zu ruckeln. Hör auf zu ruckeln, mein Freund. Jemand da? Bestimmt, ja. Hallo Marlene. Oh, da schon Tag. Oh. Oh, 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 oh. Mit einem grünen Experten habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Nehmen wir gleich mal die verfluchte Mülltonne mit Messing. Und ich würde doch schon gerne die Tür mitnehmen, aber ich glaube, das mache ich zum Schluss, sonst kriege ich Besuch von draußen. Didim, didim. Zu. Alles zu hier. Da ist noch was drin. Warte mal, bevor ich jetzt hier rum... Okay, ist hier noch was? Nein. Gut. Hier? Nein, gut. Ich meine, ich habe irgendwas gehört, aber... Scheint wohl nicht so gewesen zu sein. Auf jeden Fall ist hier was drin. Dann gucken wir mal. Oh, doch, ich habe was gehört. Lass meine Tür heil, die gehört mir. Halbi! Ja, du brauchst doch nur freundlich klopfen. Dich lasse ich immer rein, mein Freund. Bitte. So, weiter geht's. Hier ist noch was. Na, jo. Ah, immer diese ganzen leeren Gläser. Da ist leer. Hat der Mülleimer noch was? Naja. Leer ist auch was, ne? Hier ist noch was Schönes. Die Nägel werde ich gleich mal zerlegen. Nimmt alles Platz weg. Ich muss leider ein bisschen platzsparend looten. Wo kommst du hier mit? So. Die nochmal. Schon wieder so Müll, aber außer, bis auf das Klebeband. Klebeband nehme ich immer gerne mit. Dann wollen wir mal kurz hier gucken. Ein Käffchen? Oh ja, ein Käffchen ist immer gut. Gut. Dose. Der ist leer, der nicht. Das Rezept werde ich gleich lernen. Eisen nehme ich mal mit. Ah, Muni ist auch immer gut. Kühlschrank hat noch was. Ja. Leere Gläser. Gut, und ich werde ausnahmsweise mal, da es ja schon des Öfteren gesagt wurde, Plastik mitnehmen für später die guten Schatti-Muni, da die Panzer brechen. Obwohl ich hier eine Menge Plastik habe, aber irgendwann ist es ja mal leer, ne? So, ist hier oben noch jemand? Ich nehme mal die in die Hand. In der Nacht ist es immer so eine Sache. Hallo? Sag ja, in der Nacht ist es immer so eine Sache. Gut, Schatti regelt. Oder Pumpy besser gesagt. Pumpy heißt bei mir das Ding. Nee, Pumpy war der Hammer, ne? Ja, ich komme hier schon mit eigenen Begriffen durcheinander. Da kloppt noch jemand. Hm? Wo? Lass meine Türen heil. Ey, Al Capone. Immer diese Vandalen. Gott, da rennt auch noch eine rum. So ein Blondchen. Andys Matchschnäuzchen. So, jetzt muss ich aber wieder rein. Ich wollte nur die Türen retten. Das ist alles Messing. Die Türen nehme ich zum Schluss mit. So. Hier ist leer, die Bücher müssen mit. Habe ich schon, kann ich aber gleich lernen. Gibt zumindest EP. Hier, das habe ich ebenfalls. Ein Dedem, was wir schon hatten. Leder kommt mit. Ist hier eigentlich irgendwas Brauchbares drin? Holz und Eisen. Was ist denn daran aus Eisen? Die Kugeln oder was? Sind nicht Billardkugeln eigentlich aus Porzellan? Eigentlich schon, ne?
glaube, hier geht's gleich weiter und hier, jo. Eigentlich soll man da vorne rauf. So, hier noch jemand? Geier oder sowas? Nö. Och, hier ist jemand. Oh, Hallöchen. Für dich habe ich noch keinen Namen. Aber ich weiß nicht, du siehst auch eher aus wie so ein Möchtegern-Holzfäller. Ah, kurz mal ein Schluckchen genehmigen. Ist hier sonst nichts? Aber hier geht's weiter, ne? Jo. Dann frage ich mich, was hier vorne ist. Warte mal. Zu? War hier nicht noch was um die Ecke? Nö. Okay. Dann geht's hier weiter. Zack. Döschen und Färbchen. So. Ach, jetzt weiß ich, was das... Ah, von dieser Leiter falle ich doch immer runter. Warte mal, das geht so nicht. Ich muss mir da mal ein bisschen Hilfe bauen. Wieso liegt diese eine Schottimuni hier extra? So. Bin irgendwie zu doof, die Leiter hochzuklettern. Tür zu. Essen. Oh ja, gutes Schamessen. Naja, gut, unbrauchbare Federn. Ich bin ja nicht so der Bogenfreund, aber so ab und zu mal müsste man vielleicht mal Federn mitnehmen. Obwohl, ich habe, glaube ich, zu Hause über 1000 Stück oder so. Jemand da? Oh ja. Laut Mucke. Fleischi! Ach, halt die Backen, du auch. Du lebst ja noch. Mensch, Fleisch, die kommen auch immer öfters vor, ne? Wo man aus dem bestimmt so ein leckeres Gulasch machen könnte, ne? Naja, gut. Geben das seine. Ich hätte noch was drin. Oh ja. Warte mal. Hier, auf der Ranch hätte ich gerne mehr. Geht das darauf? Ausrüsten? Reparieren? Ach ja, warte mal. Das Ding muss man, glaube ich, in die Hand nehmen, ne? Sonst geht der nicht. Verändern. Ja, geht. Sehr schön. Guck, das erhöht mich auch ein bisschen den Schaden. Sehr schön. Umso schneller kriegen wir Sachen abgebaut. Da nicht. Hier noch irgendwas. Luki-Luki machen. Hier geht's wahrscheinlich wieder rein. Und was ist da oben? Mal kurz gucken. Gar nichts. Okay. Hier ist doch bestimmt Besuch, oder? Nicht? Enttäuschend. Aber jede Menge Messing ist hier. Und ein unbrauchbares Döschen. Da sind noch was. Noch mehr Döschen. Gut, Wasser brauche ich eigentlich, ehrlich gesagt, zum Kochen. Ich habe schon so viel Wasser verkocht. Aber das nimmt halt auch mal so viel Platz weg. Messing muss auf jeden Fall mit. Da führt kein Weg dran vorbei. Gut, Electrical Parts habe ich eigentlich auch genug, aber ich glaube, da werden auch noch einige draufgehen in Zukunft. Schraubenfedern brauche ich jetzt nicht wirklich, also die Betten lasse ich hier. So, aber du kommst noch mit. Didim, didim. Ich weiß jetzt auch nicht, wo mein ganzes Messing geblieben ist, also ich habe so ziemlich viel zu Patronenhülsen gemacht. Aber davon habe ich auch nicht mal allzu viele. Ist zu, okay. Blei kann ich aber zerlegen. Und hier noch ein leeres Gläschen. Du kommst auch mit. Dann geht's wohl hier runter. Ich nehme mal Pumpy in die Hand. Ich repariere Pumpy aber einmal kurz. So. Hallöchen. Oh yeah. Das war zu vermuten. Ach, Daddy. War's das? Oder oxidiert hier noch irgendwo an der Rum? Hi, wie mein Freund. Wie immer der Letzte, ne? Ja, aber ich glaube, das war's. Gut. Gibt's hier denn noch irgendwas Schönes zu looten?
Mal kurz Lugi-Lugi machen. Hier ist Essen. Da ist nix. Da ist, glaube ich, noch Plastik drin. Jo. Hier ist nix, hier ist nix. Gut, dann geh ich mal runter, wa? Da haben wir hier noch irgendwas Brauchbares. Aber schön, dass sie alle hochkamen. Da muss ich hier unten jetzt nicht alle suchen. Lockpits sind immer gut. Hier ist ein leichter Lotter. Ich habe ja gehofft, dass hier, hatte ich glaube ich auch beim letzten Mal gesagt, irgendwie ein Feuerwehrwagen steht, den man zerlegen kann. Ne? Pinsel bräuchte ich jetzt nicht wirklich. Aber offensichtlich nicht. Mäh. Gut. Hier sind noch ein paar medizinische Vorräte. Naja, Alkohol. Muni. Ja, die können weg. Aber der Rest kommt mit. Ich habe schon wieder so gut wie voll, ne? Obwohl ich die ganze Zeit rumgeballert habe. Gut, dann kommst du mit. Du kommst mit. Wow. Ein Schlagschrauber. Aber auf Stufe 1. Naja. Ich nehme ihn mal mit, aber den zerlege ich. Ich hätte gern schon etwas höher. Eine Knarre, auch auf Stufe 1. Naja. Eine 5er Stallspitzhacke. Da lässt sich aber schon drüber reden. Ich habe noch eine 4er. Okay, Moment. Meine 4er hat mit Mods. Blockschaden ist da ja wichtig. 102 Blockschaden. Nimm da mal kurz die Mods raus. Und die 5er? Da lege ich erstmal kurz die Mods rein, um zu gucken. Hat weniger? Aber dafür geht eine Mod mehr rauf, ne? Hab zwar gerade keine 1-Decken, aber... Das wundert mich, dass die weniger hat. Braucht aber auch weniger Ausdauer, ne? Ausdauer 24. Und die andere hat, müsste ich mal gucken. 25, ja. Ah. Ich werde erstmal die 5er bleiben, machen. Weil da kann noch eine Mod mit rein. Sobald ich eine habe, werde ich es da reinsetzen. Und dann müsste sie mehr haben. Der kommt mit. Weg. Die Waffen kommen mit. Automatische Schrotflinte, allerdings aus Stufe 1. Die brauche ich nicht, aber die werde ich zerlegen. Ich kann die Teile gebrauchen. Der Rest sollte eigentlich alles mit und schon habe ich mehr Muni, als ich am Anfang hatte. Yo. Gut. Den. Ist hier noch Müll? Nein. Den hatte ich, oder? Jo. Gehe ich mal kurz raus, sortiere aus ins Auto. Aber ich möchte hier schon gerne einmal kurz die Türen mitnehmen. Boah, das gibt alles Messing. So, vor allem steht da noch ein Auto, sehe ich gerade. Da könnte noch ein Motor oder sowas rauskommen. Warte mal, ist hier Besuch? Hallo? Der geht ja. Die Mülltonne nochmal kurz mit. Ich möchte mich gleich in die Feuerwehr nochmal. Da sind nämlich noch Tresore. Auch leer. Gut. Hier. Alter, wieso ist der Müll über leer bei mir? Ah, Schmerztablettchen. Will ich noch Plastik? So. Hier. Dich nehmen wir einmal mit. Geben zumindest noch ein bisschen Sprit. Schraubenfeder. Gut, die brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Scheinwerfer auch nicht zwangsläufig. Öl allerdings schon. Habe ich hier irgendwas, was ich nicht brauche? Jo. Zack. Einmal kurz zum Auto rüber. Da vorne steht so ein Stevie. Nein, nicht einsteigen. Was geht denn noch rein? Ist eigentlich sogar noch einiges. Das kann ich immer mal reinfuttern, das verkühlte Wildbret. Bringt jetzt eh nicht viel. Das Käffchen werde ich auch gleich trinken. So. Gut. Dann auch das Käffchen rein. Er sollte Essen zumindest erstmal wieder einigermaßen voll sein. Oh, das eine Gläschen kann auch rein. Ne? Yep. Ich glaube, ich habe hier auch noch irgendwo Schottemuni rumliegen, oder? Ah, zumindest jede Menge Benzin inzwischen schon wieder. Oh, da ist ein Stevie. Warte mal. Hallo, Steve. Zu doof zum Treffen. Wenn der aber auch nicht immer so rumzatteln würde wie so ein Egomane da.
haut er mich auch noch. Gut, aber ich wollte, wie gesagt, noch einmal in die Feuerwehr, da. Didim, 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 da geht's jetzt auch noch rein. Eingang war nicht hier. Aber da ist noch so ein Baustellenhaus, da gibt's nur gut Zement und so, ne? Aber hier sind auch noch jede Menge Autos. Okay, aber eins nach dem anderen. Erstmal rein in die gute Stube. Hallo? Kommt mal raus, Jungs. Hier, ich hab was für euch. Da ist aber noch mehr. Ja, und die kommt von oben an. Oh, ich hab den Tresen zerschossen. Klatsch, klatsch. Das war schon wieder fleischy. Mensch, Fleischy treffe ich aber verdammt oft in letzter Zeit. Ah, guck mal, die verschossene Muni gleich wieder drin. Plus ein bisschen mehr. Mensch, du. Ah, das freut mich, ich mag Fleischy. Da hätten wir jetzt mal ein bisschen mehr Connection drauf. So, ist hier noch irgendjemand? Hallo? Jo. Komm mal her, mein Freund. Du magst doch Blei im Kopf. Ach, Chelsea ist ja auch da. Hallöchen. Ups. Da ist noch ein Fleischi. Mensch. Das Tag der Fleischis heute. Irgendjemand noch hier? Irgendwo knüppelt hier noch einer rum. Die Frage ist, wo? Da nicht. Vielleicht im Klo? Mö? Denn ist die Frage, wo? Vielleicht hier vorne? Nein. Warte mal, warte mal, warte mal, bevor er mir hier etwas geboot haut. Didim, didim, da, Daddy! Au! Saba! Wo kommst du, Vehikel, her? Und der gleiche Schürfwunde. Du fällst mir doch sowieso gleich in den Rücken. Das sehe ich doch schon kommen. Oh, der ist tot. Oh, da kommen aber noch mehr. Ist ja schlimm hier. So, darf ich jetzt hier mal Ruhe durchluden? Ich gehe erstmal oben gucken. Hier ist auch noch ein Täschchen. Naja, gut was los heute, ne? So, geht der? Der geht. Gut. Ich mag keine funktionierenden Automaten. Nur beim Trader. Ansonsten gar nicht. Waren das die Zombies oder war ich das? Gut, eins hat er mal nein. Ich glaube, das war die Zombies. Hier ist vielleicht noch was hinter. Nö. Nehme ich mal das Leder mit. Jetzt haben wir da auch schon wieder Tag. Sehr schön. Kann man nämlich gleich auch mal einen Abstecher zum Trader machen? Wie, das Bücherregal ist leer. Ja, ich weiß, die Tür war auf. Ich habe es gesehen. Ich wollte aber das Messing mitnehmen. Der Topf kann weg. Gut. Hier wäre denn noch was? Naja. Der geht nicht gut. War das nicht der Voucher, der hier in dieser Feuerwehr damals seine Base aufgebaut hat? Ich glaube ja, ne? Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Hier sind noch ein paar Gisten. Tresore. Ruckel, ruckel. Ah, deswegen. Da kommt Besuch von draußen. Okay, warte mal, ich will nur mal kurz hier. Wartet, Jungs, wartet. Ich komme zu euch. Ach, ein Stevie. Das ruckelt wegen einem Stevie? Also, irgendwas stimmt hier nicht.
Das war früher nicht so, dass es jedes Mal, wenn Zombies spawnen, irgendwo ruckelt. Aber gut. Ein Klo. Mit Müll drin. So, warte mal. Ich hatte doch genau die Gefängnisausbrecher-Dinger. Werde ich hier jetzt mal nutzen. Und die Tresore aufmachen. Es sind ja zwei Stück, glaube ich. Dann sehen wir gleich mal, was da drin ist. Um 6 fahren wir dann mal kurz zum Trader, um ein bisschen unnötigen Ballast loszuwerden. Der müsste jetzt auch Reset haben. Vielleicht hat er ja mal Maschinenpistolen geschützt, wovon ich ein paar Stück bräuchte. Deswegen habe ich auch ein bisschen Kohle mitgenommen. Müll. Gut. Ah ja, kann man verkaufen. Da ist das schon wieder. Irgendwo. Natürlich. Schon wieder einer, der mir mein Messer klauen will. Mutti! Hier, Mutti. Komm, Mutti. Immer rauf auf die Mutti. Au! Das kommt davon, wenn ich Mutti ärgere. Da ist ihr Mann. Oh, immerhin mäßigen. Aber ich wollte noch einen Tresor aufmachen. Hier. Der ist noch zu, bevor meine Bonbons hier ablaufen. Das muss auch sein. Mutti. Ich liebe es, die Mutti. Ich liebe es, auf die Mutti zu kloppen, wollte ich sagen. Didim. Da kommt schon wieder einer. Warte, ich muss gleich gucken. Da kommt noch eine Marlene oder Chantal. Ist hier eine Wanderhorde unterwegs oder wo kommen die alle her? Ja, tatsächlich. Hier, da sind sie doch alle da. Kleine Wanderhorde. Na, hier, alle schön der Reihe nach. Mutti ist auch wieder da. Und Al Capone. Und hier, Mr. Hawaii. Ach, komm her, Aloha Boy. Obwohl, ehrlich gesagt, ich will nicht sehen, wie du einen Aloha-Tanz ver... Nee, das will ich nicht. Das will ich absolut nicht. Ja, Bärbel auch noch. Du Vehikel bist sowieso tot. So. Da kommt ja noch jemand. Cowboy Joe. Ist jetzt Ruhe? Oh, warte mal, du gehst weg. Oh, so eine schöne Mod hier, die brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Du gehst weg. Das ist auch noch so eine Mod. Ah, komm, die zerlege ich auch, aber die 6er Pumpy behalte ich. Magnum. Gut. Hier kann man nicht mal in Ruhe gucken. Ah, 6er Stahlschaufel. Ah. Ich muss mal kurz zum Auto. Ich muss Platz schaffen. Weil ich habe noch eine 5er. Ja, loot-technisch lohnt es sich aber schon. Ah, naja, gut. Warte mal. Ich habe auf meiner 5er drauf. 3 Mods. Naja, mit Farbe. Ich die jetzt mal runternehme. Meine hat so. Blockschaden 106. Gut. Die jetzt mal runternehmen. Das auf die 6er packe. So, das war drauf, die Farbe war drauf. Dann hat sie 123, die ist definitiv besser. Jute, werde ich hier die 6er nämlich nehmen. Jo. Und dann hole ich mir aber trotzdem noch den Rest hier raus. Naja, werkzeugmäßig bin ich ja fast komplett auf Stufe 6 ausgerüstet, noch nicht ganz. Da ist auch noch eine Kiste. Ein Schrank. Naja, unten du ist hier noch mal ein bisschen Scham essen. Sehr schön, der geht ebenfalls. So, da oben sind noch Kisten und da oben auch. Ne? Ja, gut. Hier, mein Freund, du musst einmal ausgetauscht werden gegen Mr. Block. Und dann noch ein paar machen. Oh, ungefähr so müsste ich an alle rankommen. Zack, zack, zack. Dann komm mal her. Einmal die. Noch ein Crucible. Gut, das wäre jetzt Nummer 3. Und hier noch ein Sofa. Gut, ist leider. Da ist nichts weiter. Nein.
Hier aber noch. Ja, guck mal, da hat ja auch gleich der Trader auf. Sehr schön. Dann passt das doch alles. Und noch so ein Küchenschrank. Mit leeres Gläschen. Da ist noch was. Noch ein Küchenschrank. Mit noch mehr leeren Gläsern und Döschen. Und dann wären da noch zwei Kisten, ne? So, euch zwei nehme ich natürlich auch mit. Erstmal du hier. Ach, da ist zumindest mal eine Kiste drin. Ah, Dreierknarre. Schon viel, viel besser. Dann werde ich die Einser zerlegen. Meine Vierer Stallachs. Naja, sie bringt zumindest Geld. Ich nehme sie mal mit. Brauche ich aber nicht wirklich. Und ein Generator. Mit nichts drin. Ich könnte ihn zwar zerlegen, weiß ich. Dafür habe ich jetzt aber nicht den Platz. So, und dann muss ich, glaube ich, noch einmal das Klo durchforsten. Und dann habe ich hier alles, ne? Ja. Also gut, Kaffeepulver und Säure ist immer gut. Das brauche ich beides nicht. Dann hätte ich hier noch die Toiletten. Vor allem direkt neben der Dusche. Naja, da könnte man rein theoretisch, wenn jetzt nicht die Glasscheibe dazwischen wäre, direkt vom Duschen einmal mal so rüberziehen, ne? Also, spart vielleicht die Arbeit zum Rauslaufen. Hier, du kommst einmal mit. Kein Messing? Wahrscheinlich, weil ich voll bin, ne? Verdammt. Aber mehr Eisentüren sind hier auch nicht, ne? So, und hier hatte ich alles. Naja. Hühnchen! Gut, Auto loot ich gleich. Jetzt will ich hier noch einmal kurz gucken, was noch reingeht. Aber viel ist es ja nicht. Ah, das ist absolut nicht viel. Hier kloppt auch schon wieder jemand rum. Oh. Hallo? Keine Ahnung, wo die hier schon wieder rumkloppen. Vor allem, das geht, glaube ich, auch noch aufs Dach, ne? Da will ich auch noch einmal gucken. Wo kloppt der denn hier? Al Capone, hier in der Ecke. Natürlich. So. Aber da ging es noch einmal rauf. Ich will wissen, was da oben ist. Nix. Ein Hauch von nix. Gut. Hier ist ja echt gar nichts. Außer eine Tasche. Mit einem Wasser drin. Na gut, hier liegt noch eine Tasche. Gut, zwei Taschen, aber das war's dann auch. Ah, nee, das ist, nimmt alles unnötig Platz weg. Hat sich ja nicht wirklich gelohnt, ne? Gut. Kriege ich noch irgendetwas ins Auto? Wahrscheinlich nicht, ne? Einmal gut hier reingucken. Euer Trader hat auch auf und das ist gut. So. Vielleicht... Die hier werde ich mal zerlegen. Kriege ich da noch Motor raus? Aus dem hier könnte, glaube ich, sogar ein Motor kommen. Ah, ja, Knarre, Akkuschraubern, so werde ich erst benutzen als Stufe 6. Oder 5 zumindest. Sonst lohnt sich das nicht. Tatsächlich, Motor und Batterie. Sehr schön. Dann hat sich das ja sogar gelohnt. Da vorne rennt schon wieder einer rum. Ja, Motor und Batterie, ne? Wo ist denn die Batterie? Da, sogar eine 5er. Sehr schön. Hier dürfte nichts Brauchbares rauskommen. Oh, so ein Beastly Sprit. Ach, mein Freund. Oh, der hat Lutzer fallen gelassen. Der muss aber mit. Ah, Schmetzerblätter und natürlich Antibiotika. Hier, warte mal, die Birnchen können aber weg. So, Schmetzerblätter brauche ich eigentlich gar nicht zwangsläufig, aber sowas lasse ich ungern liegen. Komm, scheiß auf das eine elektrische Part hier. Davon habe ich mehr als genug. Alter, was liegt denn hier alles rum? Kunststoff, Schraubenfit. Alter, Moment, das geht so nicht. Ich kann nicht so viel Stuff liegen lassen.
Nein, das verschwindet alles. Kunststoff. Eisenrohr. Ja, gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Größtenteils Eisenrohr oder was? Nein! Das löst sich alles in Luft auf. Es ist alles weg. Gut. Ich würde sagen, jetzt einmal kurz schnell zum Trader. Ne? Weil wir sind ja sowas von dicht gewühlt hier. Ja, aber so klein in der Stadt mal so einzelne Gebäude ohne Quest zu machen, lohnt sich loottechnisch schon, ne? Also so kriegt man zumindest auch mal Materialien zusammen. Man muss ja nicht immer eine Quest dafür haben. Gut, da vorne, das hatten wir ja auch schon mal. Da gibt es jede Menge Zement. Gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr so dringend. Zementmäßig haben wir größtenteils alles fertig. Au. Aber anderes loottechnisch. Zum Beispiel die Kirche reizt mich. Da könntest du mich nochmal Bücher geben. 6 oder 7 Bücher fehlen mir ja noch. Ich glaube, hier ist auch noch so eine Art Gruft unter oder so, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ist der das? Ja, ne? Gegenüber da von diesem Kindergarten. Ah, das finde ich gleich, weil hier vorne ist der Trader. Dann gehe ich einmal kurz zum Trader und ich würde sagen, dann gucken wir diese Gruft da nochmal durch. Nein. Ah ja, diese Ruckler. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss mal gucken, dass ich meinen Spielstand mal irgendwie von Steam durchforsten lasse. Seit dem letzten Update hat er zwischendurch für den Zombie-Spawn diese Ruckler drin. Und sonst läuft alles flüssig, hohe FPS, alles. Nur wenn Zombie-Spawn ruckelt das. So, hallo mein Freund. Du hattest ja Iris. Reset wollte ich sagen. So, erstmal, ich gebe dir die Stahlschwerteile. Die brauche ich nur beim besten Willen nicht. Genauso wenig wie die Vorschlaghammerteile ich nicht brauche. Die kannst du ebenfalls haben. Crucible nehme ich mal mit. Gewehrteile ebenfalls. Die Mods kann man irgendwo reinmachen. Hier, du kannst die Steilspitzhacke haben. Du kannst die Diamanten haben. Oder Silber, besser gesagt. Du kannst dein Gold haben. Knarre, ich weiß nicht. Die werde ich verkaufen. Die wollte ich behalten. Schmerztabletten sowieso. Die Bogen-Armbrustteile brauche ich auch nicht. Batterie definitiv nicht, Muni auch nicht. Hier, Aluhul habe ich so viel zu Hause, bitte sehr. Ah, den nehme ich mal mit, weil ich davon keinen habe, auch wenn ich ihn auf dem Level wahrscheinlich nicht benutzen würde. Hier, du kannst die Steilschaufel haben. Und ansonsten, hast du denn überhaupt irgendwas Brauchbares? Ein Bamfi und büchermäßig rezeptgegrilltes Fleisch. Naja, gut, das mir fehlt, nehme ich es mal mit. Brauche ich jetzt aber nicht zwangsläufig. Und ansonsten Steilspitzhacke. Ah gut, das ist das, was ich ihm verkauft habe. Und hier, er hätte noch einen Motor. 2 sogar. Naja, Motoren kann man eigentlich nie genug haben. Hier, du kommst mit. Du kommst mit. Ah, Auto und das alles habe ich. Totengräbermod, Militärhelm. Ah, Bücher. Ich gebe ungern Geld für Mods aus, weil die findet man eigentlich. Ansonsten, naja, Bücher so hat er nichts, was ich brauchen kann. Ne. Panzerbreche, Schrot, Munition. Das ist die, wofür man das Plastik braucht, ne? Fernkampfschaden 96. Was hat die normale? Überhaupt kein Fernkampfschaden? Schaden pro Kugel. Okay. Kugeln 1, Fernkampfschaden 96, Rüstung des Ziels mindestens 20%, Zieldurchbohrung, Blockschaden 80. Abnutzung 30%. Wirksame Reichweite 9. Aber da steht was komplett anderes. Rüstung des Ziels plus 40%. Blockschaden 5. Demnach sind die doch besser, ne? Ich würde sie gerne mal testen. Ich nehme die mal mit. So, aber ich habe noch ein bisschen was ich verkaufen kann. Pfeffer, wenn die mehr Blockschaden haben, wie viel Schaden verursacht man damit in Häusern? So, und zwar hier. Der sollte ja noch verkauft werden. Der hier. Das auf jeden Fall. Das, die. Mehr passt nicht. Warte mal. Die geht erstmal rein. Die geht rein. Die geht rein. Ah, das kann von mir ist auch rein hier. Das sollte ja verkauft werden. Der geht rein. Das kann von mir ist auch rein. So. Hier, die sollte verkauft werden. Das.
das auf jeden Fall, das und dies und das war's auch schon mit dem Verkauf, ne? Jo, gut. Was kann ich denn auch reinschmeißen? Hier, die wird definitiv nicht verkauft. Hier, Mundi brauche ich jetzt auch nicht so viel. Und ansonsten, Gewehrteile können auch rein. Der Crucible kann rein, deine Motor kann rein. So, dann verkaufe ich mal eben schnell den Rest. Moment, das will ich kurz lernen. Die will ich gleich mal testen. So. Ja, ansprechen. Hier, du kriegst den, du kriegst das Geld. Zack, du kannst hier die haben. Den Einsabohrer brauche ich auch nicht. Die kannst du haben. Meine habe ich hier unten, ne? Ja, den kannst du haben. Den. Die Knarre wollte ich behalten, ne? Wieso habe ich hier einstecken? Den noch. Den noch, die kannst du haben. Die Batterie definitiv nicht. Was ist das? Schockstabteile, die können auch weg. So. Da ist zumindest wieder ein Mini-Slip-Platz vorhanden. Hast du noch irgendwelche brauchbaren Quests, mein Freund? Ah, es ist schon wieder eine dämliche Fabrik. Denn vielleicht... Wahrscheinlich wieder Fabrik. Jo. Und dann vermutlich wieder Fabrik. Oh, das ist ja schlimm. Und hier, das ist Stufe 2. Naja, Hausmodell 9. Ich glaube, das hatten wir auch schon zigmal. Und was hat er hier noch? Ein Vierer? Das Wasserwerk, das hatten wir aber auch schon. Ah, ich weiß nicht. Ich nehme hier mal die Zweier an. Auch wenn ich sie jetzt nicht sofort machen werde. So, ich wechsle einmal kurz auf die Pumpy. Ich will mal was gucken. Auf diese hier. Hier will ich mich echt gerne mal testen. So, ins Auto passt wahrscheinlich nichts mehr. Ah, zumindest nicht viel. Aber ein Biesle wird noch gehen. Ich würde mich gerne, wie ich gesagt habe, da diese Gruft nochmal durchforsten. Ich glaube, Motoren und so haben wir im Moment erstmal genug. Das sollte reichen für die nächste Hordennacht. Er hat ja leider keine Geschütztürme. So, das war irgendwo da vorne, ne? Irgendwo hier bei der Schule. Da ist es doch, ich sehe es. So. Sehr schön. Allerdings, ist es das überhaupt? Ja, ich glaube ja. Da ist, glaube ich, oben noch was versteckt und hier geht es dann runter in die Gruft. Da sitzt zum Beispiel hier ein Robert Koch-Heini. Sehr schön. Gut. Da klopft jemand. Ach gut, da kommt noch ein Daddy. Ja, Moment. Ne, hier geht's nicht runter. Ich meine, hier ging es mal irgendwo runter in eine Gruft. Habe ich mich jetzt so getäuscht? Immer mit der Ruhe. Bin ich jetzt in die Nähe meiner Quest gelaufen, oder was? Da oben ist noch... Das ist nicht der Friedhof, wie es aussieht, oder? Doch, hier geht's runter. Also doch. Gut. Aber bevor wir da jetzt runtergehen, verabschiede ich mich und wir machen den Friedhof morgen. Ich bedanke mich bei euch natürlich für immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi!